Ich bin die Sabrina Filzmoser, Judo bis 57 Kilo. Ich habe so circa mit 8 Jahren angefangen und habe beim Schnupperkurs angefangen, noch andere Sportarten auch gemacht, aber wie dann die ersten Erfolge sich eingestellt haben, habe ich mich total aufs Judo konzentriert und in der Zwischenzeit habe ich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber es macht mir immer riesig Spaß. Die Verbindung zwischen Körper und Geist, also bei uns ist es so, dass es keine einseitige Sportart ist. Ist irrsinnig anspruchsvoll. Du trainierst gleichzeitig Schnellkraft, Kraft, Ausdauer, aber koordinative Fähigkeiten sind wichtig und das macht den Reiz am Judo aus, dass man so vielfältig trainieren kann. Es hat schon immer Asienspiele und panamerikanische Spiele gegeben und wir haben das im Judo beobachtet. Das sind immer die Stärksten und die Besten am Start gewesen. Jetzt bei den ersten europäischen Spielen ist es bei uns gleichzeitig die Europameisterschaft. Das heißt, es hat auch einen irrsinnig großen Stellenwert, weil es gleichzeitig zur Olympia-Qualifikation bei uns zählt. Und wir haben echt ein großes und extrem starkes Team am Start. Und deswegen gehen wir mit viel Motivation und Enthusiasmus an den Start. Auf jeden Fall Medaille. Baku gehört zur Olympia-Qualifikation, ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg nach Rio. Und bis dorthin haben wir natürlich noch andere Grand Prix, Grand Slams und heuer die Weltmeisterschaft in Kasachstan Ende August. Und Ende Mai dann steht fix fest, wer und wie viel sie für die Spiele qualifizieren. Und bis dorthin hast du jetzt fleißig Punkte sammeln. Ja, da gibt es schon viele Sachen, die sich immer wieder wiederholen und auf die man vertraut. Aber für mich ist es extrem wichtig, dass ich eine gewisse Ruhe und Ausgeglichenheit habe, aber trotzdem ein starkes, intensives Aufwärmprogramm durchziehe. Und dann gehe ich eigentlich total fokussiert und damit die richtigen Anweisungen und der richtigen Taktik, die man vorher mit dem Trainer bespricht, beziehungsweise in der Videoanalyse schon genau anschaut, an den Start.